Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich zeige euch Everslord Invasion auf der MetaQuest 2 und ja, hier sind wir schon im Game. Ich zeige euch mal ganz kurz das Menü. Ich befinde mich im Singleplayer-Modus. Wir können natürlich auch Multiplayer-Modus spielen. Das geht mit bis zu zwei Leuten, also insgesamt zu zweit. Ja, normale Optionen haben wir hier. Musikvolumen normal, Soundvolumen können wir halt umstellen, wie wir das wollen. Ich finde mal low, so ein bisschen Hintergrund ist vollkommen in Ordnung. Dann können wir uns den Turn Mode einstellen, ob wir halt Snap Turn oder Smooth Turn haben wollen. Ich lasse mal bei Snap Turn. Dann können wir unsere Höhe kalibrieren. Die stimmt bei mir auch nicht ganz, aber ja, so passt schon eher. Vibration lassen wir natürlich an. Silhouetten bin ich mir nicht ganz sicher, was es jetzt ist. Quit Domain Menü wollen wir nicht. So, hier starten wir quasi, wenn wir das Tutorial beendet haben. Und hier können wir uns dann aussuchen, was wir für Klassen haben wollen. Das sind drei Klassen, die wir spielen wollen. Warrior, Rogue und Vanguard. Und ja, der Warrior ist halt so der Krieger, der halt sehr viel ja, Widerstandskraft hat, Resistance und ist halt nicht so agil wie ja, jetzt hier der Rogue und hat nicht diese Reichweite, auch nicht, der hat die größte Reichweite, ich denke mal, der kann am besten schießen und das ist so ein Mischmasch aus allem, aus Schießen, aus Schwertkampf und so weiter und so fort. Ich bin bei der Klasse erstmal geblieben, kann man sich natürlich aussuchen, wie man möchte und ja, wir sind hier auf so einem Flugschiff. Hier sind die Kabinen. Hier haben wir dann unser Schiff, was man hier jetzt irgendwie machen kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben hier einmal ein Schild. Das können wir so vor uns halten. Und hier haben wir die Knarre. So kann man sich Energie aufladen. Man muss Energie sammeln und so kann man die sich dann aufladen. Und ja, das war es jetzt eigentlich erstmal. Hier hätten wir normalerweise jetzt Schwerter, die wir jetzt, glaube ich, nicht haben. Ne, equipped. Dafür müssen wir runtergehen. Und da können wir uns dann Waffen aussuchen. Genau, hier konnte man sich aussuchen, mit welcher Waffe man überhaupt dann rein möchte. Das macht man dann so, genau wie man auch Upgrades so verteilt. Grab a weapon from the rack to take with you. Okay, hier kann man es halt aussuchen, was wir für Waffen haben wollen. Zweihänder hier ist natürlich nicht verkehrt, aber die braucht man nicht als Zweihänder führen. Nee. Dann haben wir hier so einen Morgenstern. Ja, nicht ganz. Damit kann man gut Rüstungsteile abschlagen. Nehmen wir erstmal so mit, ne? So. So, okay. Dann können wir runtergehen. Und hier startet dann das Abenteuer, sage ich einfach mal. Ich möchte euch jetzt nicht so viel zeigen. Mal ganz kurz ein kleines Match. Und dann mal weiterschauen. Also hier könnte jetzt der zweite Player stehen, mit dem wir im Multiplayer spielen. Wir machen das jetzt mal so, alleine. Ich möchte auf keinen Fall irgendwo gegen meine Wand hauen. Sind wir jetzt? Geht dann gleich auch los. An diesen Punkten da oben können wir uns hinschießen. Da haben wir so einen Greifhaken.
Hier haben wir eine Upgrade Station, wenn wir was freigeschaltet haben. Springen kann ich natürlich auch. So. Warum kann ich jetzt hier nicht? Ah, ja. Die Waffe muss man natürlich erstmal aktivieren. Auf dem B-Button oder A-Button, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So. Da ist eine Upgrade Station. Da wollen wir jetzt auch hin. So, dann wird uns natürlich schön gezeigt, wo wir hin müssen zum Upgraden. So, was haben wir denn hier? Movement, Critical Chance. Become in order for 3 seconds your armor breaks. Ah, wenn unsere Dings bricht, unsere Rüstung, dann sind wir drei Sekunden lang unverwundbar so. Wir nehmen hier das Crit Chance Skill Point. Genau, hier wieder unsere Hand reinhalten. Eigentlich ganz cool gemacht. Was haben wir hier? Oh, Wave arrived. Okay. Kopfschuss. Yes. So, jetzt kommen wir da unten hin. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Man konnte so das Schild rausfahren und dann kam so ein Energiedings raus. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das funktioniert. Genau, hier können wir dann auch nochmal unsere Waffe upgraden oder wechseln, wenn wir wollen. Wir könnten jetzt hier auch da wechseln, dann müssen wir aber 200 Gold zahlen. More Ammo. So viel Geld haben wir noch gar nicht, oder? Also die Sounds sind ein bisschen fies. So, more ammo, faster reload. Faster reload ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Was ist das hier? Das ist viel zu teuer, okay. Upgrading Weapon. So. Wir können so ein bisschen nach vorne dichten oder zur Seite. Das machen wir über den rechten Trigger. Hat der funktioniert? Haben wir so geflaxt. Na komm. Das geht jetzt gar nicht mehr so hin. Genau, da war's. Da war's. Lass mal kommen. Na komm. Mist. Yes. Wie war das jetzt?
Genau, Doppelklick. Doppelklick auf den linken Trigger. Dann haben wir so ein Energieschild. Okay. Das ist mir ein bisschen entfallen. Also das Tutorial sollte man definitiv spielen. Place your melee weapon inside. Ach, die können wir auch nochmal upgraden. Okay. Na komm. Hä? Ja, ich möchte sie doch nehmen. So, die lassen wir jetzt hier. Hier nehmen wir nur Haken und zum Schießen. Oh, sieht auch nett aus hier. Also grafisch ist es echt in Ordnung, muss man sagen. Ich glaube, ich konnte die so ein bisschen zurück. Den Schutz. Oh je, oh je. Wird mir jetzt aber zu viel mit euch. Nein. Aha, aha. Oh, wir haben nichts mehr zum Schießen. Okay, wir müssen auch. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Kisten kaputt machen, dann können wir Munition sammeln. Die sind aber auch schnell bei einem wieder, ey. So, haust du ab. Wo können wir hoch? Da sind auch noch Kisten. Da holen wir uns was. Da holen wir uns noch Munition. So, sind wir wieder gut bewaffnet. Na kommt! Ich darf niemals aus der Tür stehen. War doch ein schöner Schuss, oder? Ja, und so sieht's aus. So levelt man dann auf. Genau, jede Waffe aufgelevelt. Den Charakter selber levelt man auf. Das war noch auf einfach jetzt, ne? Also, ich glaube, es kann richtig, richtig krass hier werden in dem Game, wenn man auf hohen Schwierigkeitsgrad spielt. Aber wenn man dann gut aufgelevelt ist, ist das natürlich was anderes. Und man braucht einen Buddy hier nebenbei, ne? Dann kann auch jemand den Warrior spielen, der andere spielt den Rogue oder den anderen. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher vielleicht. Aber es kann echt hektisch werden in dem Game. Das ist einfach so. Aber mir gefällt es ganz gut. Grafisch macht es, also für ein Standalone-Gerät, macht es grafisch echt vieles richtig. Und da kann man echt nicht meckern. Da habe ich schon schlechtere Sachen gesehen. Mir gefällt es. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal im Multiplayer zocken. Das werde ich mit Sicherheit auch mal machen. Aber ich wollte euch jetzt hier ein bisschen was zeigen von dem Spiel wenigstens. Dass ihr mal seht, um was es sich hier handelt. Es sollte jetzt kein langes Gameplay werden. Dafür fehlt mir leider die Zeit. Aber ja, so konnte ich euch vielleicht einen kleinen Eindruck verschaffen. Und wenn euch gefallen hat, natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.